Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, es ist auch so, dass wir uns wenig feilen, um wirklich Jesus zu begegnen oder dass Gott uns Leben brücke, um andere Menschen zu helfen oder um das Wort zu predigen oder um kranke Menschen gesund zu machen, wenn wir von beten würden. Wie fehlen uns dann als Menschen so klein in das Leben? Wie sehe ich, dass es nur für die viel frommer sind, die viel beter sind, dass es nur für ganz besondere Prediger? In so einem Gedanken, die bringen uns vorhin wasch von Jesus. Wenn wir in der Bibel noch gehen, in Markus Kapitel 16, dann finden wir dort ganz anders. Als Jesus abgestanden wird von der Toten, der erste Mensch, der an sah, mit dem er spazieren geht, dort wie Maria Magdalena. Dort wie eine Frau, die in Stautreich besetzt gewesen wäre. Jesus hat aus der 7 Dämonen rausgetrieben. Dort wie eine Frau, die hat ein beißes Leben hinter sich. Die hat dort verrascht, die erste zu sein, die Jesus sah, dass er abgestanden wird von der Toten. Die hat dort verrascht, diese Nachricht auch wieder zu geben. Weißt du, Gott sieht uns ganz anders als wir. Gott als alle Menschen gilt. Auch die, die wir aufgeschrieben haben. Auch die, die wir am Bahn getan haben. Auch die, die wir verstanden haben. Der lebt Gott. Nicht einmal ist Gott einverstanden mit allem, was wir tun. Aber er lebt jeden Mensch. Wer es wird, sich mit Jesus zu treffen? Wer es wird, Gott zu dienen? Der Mensch, der sich aus Sünde erkennt. Der Mensch, der erkennt, dass Jesus der Einzige ist, der uns erraten kann und der uns ewiges Leben geben kann und der daran lebt, der das annimmt. Herr Jesus, verzeih uns, dass wir uns vorhin selbst von die Wache gedreht haben, wie es für dich läuft, haben, wie sind zu schlecht. Von da glaube ich, dass die da sind, da darf nicht die kommen und wir kommen auch nicht die. Und wie leben, dass du von uns gestorben bist und abgestorben bist. Wir nehmen die anderen ans Leben als unseren Herrn, unseren Erlöser. Und wir danken dir, Herr, dass du uns annimmst, so wie sind. Und wir beten dir Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei den Namen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.